Rapid kann den Patzer von Salzburg nicht nutzen. Dimitrov wurde positiv auf Covid-19 getestet. Und RTL zeigt nach 30 Jahren keine Formel 1 mehr. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. In der 28. Runde der Tipico Bundesliga gab es gestern Abend einige Überraschungen. Unter anderem schlägt der TSV Hartberg den SK Rapid. Die Hütteldorfer können den Patzer der Bullen nicht ausnutzen, die zu Hause über ein 2:2 gegen den WRC nicht hinauskommen. Die Grün-Weißen verpassen damit gestern die große Chance, auf 3 Punkte an die Bullen heranzukommen. Der Abstand für Rapid beträgt nun 6 Punkte auf den Titelverteidiger. Auch beim Spiel zwischen Salzburg und dem WRC gab es eine Überraschung. Die Mozartstädter lassen sich in den letzten 10 Minuten den 2:0 Vorsprung aus der Hand nehmen. Am Mittwoch folgt das direkte Duell zwischen Rapid und Salzburg, wo die Bullen einen Riesenschritt Richtung Meistertitel setzen können. Beim dritten Spiel des gestrigen Abends verliert Sturm Graz gegen LASK Linz mit 0:2. Die Stahlstädter können damit das 2. Spiel in Serie gegen die Grazer für sich entscheiden und belegen damit in der Tabelle den 3. Platz. Rapid Wien muss sich nach dem gestrigen Spiel gegen Hartberg nicht nur mit der 0:1-Niederlage, sondern auch mit einem sexistischen Banner der Rapid-Fans auseinandersetzen. Selbst ohne im Stadion zu sein, sorgt der Rapid-Anhang für Aufregung. Am Zaun zum Block West lassen die Rapid-Fans mit einem frauenfeindlichen Banner ihren Unmut über die Corona-bedingten Geisterspiele freien Lauf. Trainer Didi Kübauer findet dafür klare Worte. Ich kann diese Aktion nicht verstehen. So leid es mir für die Rapid-Fans tut, aber ich glaube nicht, dass das das Beste ist, dass man mit diesen Worten etwas beschreibt, so der Trainer der Grün-Weißen. Konstantin Kerschbaumer schießt den FC Heidenheim in der 2. deutschen Bundesliga auf den 3. Platz und setzt damit den HSV schwer unter Druck. Den Hamburgern droht durch die gestrige Niederlage, den Aufstieg in die deutsche Bundesliga erneut zu verpassen. Sie verlieren im Spiel gegen den FC Heidenheim mit 1:2. Den entscheidenden Treffer in der allerletzten Minute erzielt der 27-jährige ÖFB-Legionär, der erst in der 74. Minute eingewechselt wird. Die Heidenheimer verdrängen dadurch die Hamburger vom Relegationsplatz und wahren damit ihre Chance auf den erstmaligen Aufstieg in die deutsche Bundesliga. Der VfB Stuttgart hingegen darf unterdessen mehr oder weniger bereits für die erste Liga planen. Die Stuttgarter besiegen den 1. FC Nürnberg mit 6:0 und befinden sich somit auf Platz 2 der Tabelle. Das zwischenzeitliche 3:0 erzielt dabei der Ex-Admiraner und U21-Teamspieler Sascha Kalajdzic, der bis zur 57. Minute spielt. Grigor Dimitrov gab gestern Abend via Instagram bekannt, dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde. Erst vergangenen Sonntag spielte Dominic Thiem im Rahmen der Adria-Tour gegen den Bulgaren. Nach Abschluss des Turniers feierten die Stars ohne Sicherheitsabstand in einem Club in Belgrad. Schon während der Adria-Tour wurde das Sicherheitskonzept der Veranstaltung kritisiert, die Tennis-Ass Novak Djokovic veranstaltete. Die teilnehmenden Spieler, unter anderem auch Thiem in seinem Spiel gegen den positiv getesteten Dimitrov, umarmten sich nach den Spielen und hielten den vorgegebenen Sicherheitsabstand nicht ein. Jetzt besteht auch Sorge um unser österreichisches Tennis-Ass und die anderen Teilnehmer der Adria-Tour. Der 25-jährige Thiem konnte jedoch bei seiner Rückreise nach Österreich einen negativen Corona-Test vorweisen. Kurz nach der Bekanntgabe der Erkrankung von Dimitrov wurde auch verkündet, dass die 2. Station der Adria-Tour mit sofortiger Wirkung abgebrochen wird. Nach 30 Jahren gab der deutsche Privatsender RTL bekannt, dass zum Ende der Saison die Live-Berichterstattung von der Formel 1 eingestellt wird. Grund für das Aus seien finanzielle Gründe. Die Rechtekosten sind laut Angaben von RTL zu hoch. Der Privatsender überträgt die Königsklasse des Motorsports seit 1991. Wo die Formel 1 ab kommendem Jahr in Deutschland übertragen wird, ist noch nicht bekannt. Als Interessent gilt unter anderem der Pay-TV-Sender Sky. Die Entscheidung von RTL wirft in jedem Fall einige Fragen auf, zum Beispiel auch die, ob RTL nicht schon Hintergrundinformationen darüber hat, dass Sebastian Vettel 2021 aufhört. Ohne den deutschen Fahrer wäre die Formel 1 für RTL weniger attraktiv. Ob und in welchem Team Vettel 2021 weitermacht, ist noch nicht entschieden. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus der Sportwelt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.